Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide zu Gloomhaven, die Pranken des Löwen, und wir schauen uns heute mal den Rotgardisten im Detail an. Mal zu den Basics: Der Rotgardist ist der Tank unserer Gruppe, das heißt, es ist der Charakter, der die meisten Leben hat und in der Theorie am meisten aushalten sollte in unserer Gruppe. Er fängt mit 10 Handkarten an, was ein relativ guter und solider Wert ist, und wie ihr schon unten seht, er bekommt mit jedem Level 2 HP, also 2 Lebenspunkte dazu. Die Mechanik des Rotgardisten ist, wie ihr schon auf dem Artwork auch erkennen könnt, er hat diese Todessicheln. Mit diesen Sicheln kann er auf bis zu 2 oder eben 3 Felder weit angreifen und seine Gegner dann zu sich herziehen, um so noch mehr Damage zu machen. Ist eine ganz coole Mechanik, und wir schauen uns jetzt die Karten an. Welche sind die besten und mit welchen solltet ihr ins Dungeon reingehen? Da der Rotgardist ja nur mit 10 Karten ausgerüstet werden kann und er natürlich mehr zur Auswahl hat, müssen wir uns entscheiden, welche wir mit ins Dungeon nehmen. Die erste Karte, Wüstenschild, hat es nicht in mein Startdeck geschafft. Wir haben oben einen Angriff 3, mit einem Feuerelement können wir dies auf 2 Felder erweitern, und mit einem Sonnenlicht können wir sogar plus ein Angriff und Schieben 1 plus EP hinzufügen. Die obere Aktion ist gar nicht so schlecht, denn wir ziehen uns ja im Laufe des Spiels die Gegner immer zu uns her und können uns dann ja auch mehr oder weniger entscheiden oder ausrechnen, dass wir uns 2 Gegner auf eben diese Felder neben uns hinstellen. Das ist eigentlich möglich, was im Original Gloomhaven nicht so einfach war, dass 2 Gegner nebeneinander stehen. Mit der Mechanik des Rotgardisten wird es sogar einfacher, eben dieses Setup herzustellen, dass ich auf 2 Figuren gleichzeitig angreifen kann. Die Karte wird natürlich schwächer, wenn ich mit weniger Spielern spiele, denn somit sind auch weniger Monster am Feld und ich kann das Szenario schwieriger herstellen. Aber warum ich diese Karte nicht ins Deck nehme, ist eigentlich die untere Aktion. Die untere Aktion gibt uns ein Schild 3, 2 Elemente und einen EP für eine Runde. Die Initiative mit 10 ist auch sehr gut, aber die untere Aktion ist leider zerstört. Das heißt, ich bekomme diesen Effekt nur einmal im Spiel. Das Problem mit unteren zerstörten Karten ist, ich habe diese Karte das ganze Abenteuer oder einen großen Teil des Abenteuers in der Hand drinnen, kann aber eigentlich nur die obere Aktion nutzen, denn wenn ich die untere verwende, ist die Karte ja zerstört, das heißt aus dem Spiel genommen. Und somit habe ich eigentlich das ganze Spiel nur die Option auf die obere oder auf Bewegung 2. Deshalb habe ich sie jetzt in meinem Deck nicht drinnen. Die zweite Karte ist Wüstennacht. Wir bekommen einen Angriff 2 und visieren einen Gegner im Umkreis von 2 Feldern an. Dieser ist entwaffnet. Prinzipiell ist der Zustand Entwaffnen extrem stark in Gloomhaven. Problem ist nur, wir bekommen Eis und Dunkelheit dafür. Das sind 2 Elemente, die wir eigentlich nicht verwenden, denn der Rotgardist verwendet in den meisten Fällen eben Feuer und Sonnenlicht. Außerdem ist die Initiative von 90 ziemlich scheiße, und wir haben unten eine Bewegung 6 mit Springen und EP. Die Karte ist aber zerstört, das heißt, ich kann sie nur einmal im Spiel einsetzen. Gleiches Szenario wie bei der vorigen Karte, ich habe unten eine zerstörte Karte und kann praktisch nur den oberen Effekt einsetzen bzw. Bewegung 2, bis ich die untere Aktion einsetze. Also kommt diese Karte nicht rein ins Deck, weil sie im Durchschnitt einfach zu schwach ist für das Startdeck. Karte 3 ist Schildstachel. Ja, der obere Effekt klingt erstmal sehr interessant, denn nachdem dich ein angrenzender Gegner angegriffen hat, erleidet er Schaden in Höhe deines Schildwerts. Ja, der Rotgardist hat sogar einige Karten, wo man Schilder bekommt, nur ist diese Mechanik in Gloomhaven so, dass es sich eigentlich nicht auszahlt, auf das zu spielen. Es gibt im Original Gloomhaven sogar so eine Spielmechanik, die heißt in Gloomhaven Vergeltung. Hier ist die, also im Pranken des Löwen, ist die Spielmechanik nicht drinnen, und diese Karte ist quasi so etwas Ähnliches wie die Vergeltung in Standard Gloomhaven. Ich kann euch nur sagen, dass das Ganze im Laufe des Spiels nicht so gut funktioniert. Viele Gegner greifen im Fernkampf an. Im Fernkampf triggert die Fähigkeit dann nicht. Ja, der Rotgardist kann sich die Gegner herziehen. Wenn sie aber im Fernkampf sind, werden sie sich vor der Aktivierung bewegen, sind dann nicht mehr im Nahkampf, dann triggert es nicht.
Ja, es ist eine zerstörte Karte. Wenn ich die Karte spiele, muss ich sie wahrscheinlich im ersten Zug oder im zweiten Zug schon zerstören. Das heißt, im ersten Zyklus meiner Karten zerstöre ich schon eine Karte und habe somit praktisch nur 9 Handkarten und nicht 10. Karten zu zerstören sehr früh im Spiel wirkt sich auf das ganze Szenario auf, denn wenn ich schon im ersten Zyklus meiner 10 Karten zerstöre, verliere ich einfach extrem viele Züge. Das heißt, man sollte Karten erst zum Schluss des Szenarios zerstören, wenn man sieht, ich habe Zeit dafür und ich schaffe es noch. Karten zerstören am Anfang ist immer etwas riskant und sollte man nur machen, wenn sich der Effekt auch wirklich auszahlt. Ich finde, dass die Fähigkeit des Rotkartisten nicht wert ist, dass man die Karte am Anfang zerstört. Deswegen kommt sie bei mir auch nicht ins Deck. Noch dazu werden im Laufe des Spiels, ich habe es mir schon angeschaut, viele Karten, die mir Schild geben, aus dem Deck aussortiert, weil ich einfach stärkere Karten bekomme. Ja, und unten der Heilungseffekt von 2 ist jetzt auch nicht Bombe. Wie gesagt, die Karte kommt bei mir nicht rein. So, die erste Karte, die ins Deck schafft, ist der Flammenschleier. Ich habe oben eine Spezialfähigkeit, die mir bei dem nächsten 5 Mal, wenn sich ein Gegner auf ein Nachbarfeld von mir bewegt, 2 Schaden erleidet. Das Ganze tickt 5 Mal, ist eine zerstörte Karte. Den oberen Effekt würde ich erst zum späteren Zeitpunkt im Szenario triggern. Warum ich die Karte reinnehme, ist eigentlich, weil sie hat eine Initiative von 0,6, das ist ziemlich stark. Und ich habe unten Bewegung 4. Der Rotkartist hat nicht viele Bewegungskarten, deshalb sind die Bewegungspunkte hier unten, die 4, extrem wichtig. Und ich kann die Karte, das ganze Szenario mit Bewegung 4 spielen und am Schluss dann noch diesen zusätzlichen Effekt triggern. Also auf alle Fälle eine Karte, die man mit reinnehmen kann. Präzisionsangriff gibt mir oben einen Angriff 4 plus füge 3 Angriff hinzu, wenn das Ziel unter einem negativen Zustand leidet. Das Ganze kann ich noch mit Feuer auf Vorteil pushen. Nicht die beste Karte, ist aber trotzdem im Startdeck drinnen, weil einfach die anderen Karten noch schlechter sind. Der obere Effekt ist, wie gesagt, im letzten Raum zu verwenden, wenn ich ihn brauche, wenn ich den Damage benötige, sonst würde ich das gar nicht triggern, finde ich nicht so gut. Unten habe ich eine Bewegung 2, das ist ganz nett, Bewegung 2 und Ziehen 2 auf Reichweite 3. Denn die meisten Zieheneffekte beim Rotkartisten gehen nur auf Reichweite 2. Hier habt ihr aber mit der Bewegung unten eine Reichweite 3. Also ist das eine ziemlich coole Vorbereitungskarte. Ihr könnt euch nämlich 2 bewegen und dann auf 3 Felder, also auf 3 Reichweite, die Leute herziehen. Und ihr könnt das mit anderen Karten kombinieren. Also der Untereffekt ist auf alle Fälle ganz, ganz cool. Flinke Stärke gibt mir oben Angriff 2 auf Reichweite 2, Ziele 2 und Ziehen 1. Ja, das ist, wie gesagt, eine der Karten, wo ich mir meine Gegner herziehen kann. Die hat es auch ins Deck reingeschafft. Ich habe eine 16er Initiative, was ganz okay ist, eigentlich ganz gut ist. Dann habe ich unten Bewegung 2 mit Springen und ich bekomme ein Schild für den Rest des Zugs. Ist eine gute Allrounder-Karte. Sonnenkrieger auch im Deck. Ich bekomme oben Schild 1 und Lähmung, visiere alle angrenzenden Gegner an und Sonnenlicht. Eigentlich ist die obere Aktion nicht gut genug, um sie zu spielen, denn ich sollte eigentlich die Oberreaktion immer dazu nutzen, dass ich Damage mache oder einen anderen guten Effekt. Dieser Effekt mit Schild 1 und Gegner lähmen ist eigentlich keine Oberreaktion wert. Initiative 13 ist sehr gut. Was noch gut ist bei der Karte, ist die Unterreaktion. Hier bekomme ich nämlich unten einen Angriff 2 bzw. 3 mit Sonnenlicht. Und Attack-Karten unten sind sehr selten und deswegen ist das eine gute Karte. Ich kann nämlich dann immer die obere Aktion kombinieren mit dem unteren Angriff und kann sozusagen 2 bis 3 Mal im Zug angreifen, was sehr gut ist. Heilender Sand ist die Heilungskarte des Rotkartisten. Der Rotkartist ist ja wie gesagt unser Tank und da ist es sehr gut, wenn er eine Karte im Deck hat, mit der er sich selbst heilen kann. Und Heilung 4 selbst ist gerade Early Game, also wenn ihr noch auf Level 1 bis 4 seid, eine gute Heilungskarte. Was auch noch schön ist, ist die Bewegung 3 unten und ich bekomme Nachteil. Also auf alle Fälle eine gute Karte für den Anfang. Der Schockvorstoß ist auch drin im Deck. Wir haben oben einen Angriff 3 und Lähmung und vielleicht sogar Schild 1 dazu. Was aber noch cooler ist, ist die Bewegung 3 unten mit Sonnenlicht.
Wie schon gesagt, hat der Rotgardist sehr wenig Mobilität und deswegen ist eine Bewegung 3 unten sehr schön. Außerdem erzeuge ich mir noch ein Sonnenlicht, das ich für viele Karten verwenden kann. Also auf alle Fälle reinnehmen ins Deck. Die Wirbelstiche gibt uns oben einen Angriff 2 und ich kann alle angrenzenden Gegner anvisieren. Und mit Sonnenlicht bekomme ich noch plus 1 Angriff. Diese Karte muss ich natürlich mit einer anderen kombinieren, damit die Gegner alle neben mir stehen. Aber wenn ich es schaffe, dass 2 bis 3 Gegner neben mir sind, kann ich die alle anvisieren. Das ist sehr geil. Außerdem habe ich unten auch noch die Option auf einen Angriff 2 mit Wunde. Sehr, sehr, sehr coole Karte, auf alle Fälle reinnehmen. Klingentanz ist auch sehr gut, ich kriege nämlich einen Angriff 1 auf Reichweite 3. Achtung, Reichweite 3, nicht 2, das ist sehr gut. Ich kann das Ganze mit Feuer noch pushen und mir die Gegner herziehen, kann mich dann nochmal bewegen, kann nochmal angreifen auf Reichweite 3 und kann mir noch mehr Gegner herziehen. Ziemlich kranke Karte hier oben, wenn ich es mit Feuer und mit Sonnenlicht kombiniere, ist das sehr stark. Die untere Karte, die untere Aktion mit Bewegung 4 und Springen, kann ich vielleicht ziehen wieder zum Ende des Szenarios. Im Deck ist die auf alle Fälle wegen der oberen Aktion. Flammensichel gibt mir Angriff 3 auf Reichweite 2 und ziehen 1. Wieder aufpassen, Reichweite 2 ist nicht weit, aber die Karte ist im Deck, denn sie gibt mir oben und unten ein Feuerelement. Und das Ganze kann ich auch sagen für die nächste Karte, die im Deck ist, die gibt mir ein Sonnenlichtelement. Also das sind meine 2 Karten, die mir eigentlich meine Elemente erschaffen, egal ob ich sie oben oder unten spiele. Außerdem haben sie beide den gleichen Effekt unten, dass alle angrenzenden Gegner einen Schaden erleiden. Ich habe ja viele Fähigkeiten, die mir die Gegner herziehen, also zu mir angrenzend. Und dann spiele ich noch diese Karte hier unten, um diesen ganzen Gegnern Damage zuzufügen, zu erbeuten, also die Coins zu erbeuten, und ich bekomme noch ein Element. Also das sind auf alle Fälle, würde ich zu den Basiskarten zählen des Rotgardisten, die müsst ihr drin haben, alleine wegen den Elementen und wegen dem Zusatzeffekt unten. Das sind die Allrounder-Karten, die braucht ihr einfach im Deck. Das erste Level-Up des Rotgardisten gibt uns diese 2 Karten zur Auswahl. Wie ihr wisst, müssen wir uns ja für eine entscheiden und die andere kommt wieder zurück in die Schachtel. Ich habe mich für die rechte Karte entschieden. Sie gibt mir nämlich ein Schild 1 oben, einen Ziehen-Effekt auf 2 Reichweite und alle angrenzenden Gegner erleiden einen Schaden. Außerdem bekomme ich noch ein Feuerelement. Was noch gut ist, ist die 12er Initiative und mit einem Sonnenlicht kann ich mich unten 2 bewegen und angreifen. Wie ich euch schon gesagt habe in dem Video, ist es sehr gut, unten die Möglichkeit zu haben anzugreifen, so komme ich einfach auf mehr Damage und mehr Angriffe pro Zug. Außerdem ist die obere Aktion ein sehr guter Allrounder mit Schild und mit Ziehen, wo mein ganzes Bild ja darauf abzieht, dass ich mir die Leute herziehe und dann kann ich gleich alle angrenzenden Gegner einen Schaden zufügen. Ja, einfach eine gute Karte und besser als die andere Level 2 Karte. Die andere Karte gibt mir oben zwar einen Angriff 4, erzeugt dann aber ein Erdelement, das ich eigentlich nicht brauche in meinem Bild, und ein Sonnenelement, und ich habe unten nur eine Bewegung 5, die zerstört ist. Das ist einfach keine gute Aktion hier unten, die Bewegung 5 zerstört, würde ich auf keinen Fall kaufen, sondern meine klare Empfehlung, die barbarischen Instinkte zu kaufen. Level 3 gibt uns dann diese beiden Karten hier zur Auswahl und ich habe mich wieder für die rechte Karte entschieden. Und zwar, die gibt mir unten nämlich, was so wichtig ist für den Rotkartisten, die Mobilität. Und zwar Bewegung 4 plus einen netten Zusatzeffekt. Ich kann alle angrenzenden Gegner nach der Bewegung lähmen. Aber auf alle Fälle habe ich sie genommen wegen der Bewegung 4. Die 19 Initiative ist auch noch ganz schön. Und wenn ich jetzt mit mehreren Charakteren spiele, kann die obere auch gut sein. Denn ich bekomme einen Angriff 3 mit Lähmung. Und jedes Mal, wenn das Ziel angegriffen wird, bekommt es zusätzlich einen Schaden und mit Feuer sogar zusätzlich plus 2 Schaden. Wenn ich jetzt mit dem Rotgardisten, der sehr gute Initiativkarten hat, am Anfang dran bin und ich spiele die obere Aktion und dann kommen noch alle meine Kollegen dran, kann ich hier ziemlich viel Damage rausholen. Und wie gesagt, kann ich das ganze Spiel über die Bewegung 4 nutzen, die sehr wichtig sind. Die andere Karte ist auch verlockend, denn sie gibt uns einen ziemlich geilen AOE-Angriff,
der die zerstörte Karte sogar wert ist, muss ich sagen. Und er gibt uns unten eine Heilung 4 mit Reichweite 1, also kann ich auch auf mich selber einsetzen oder auf einen angrenzenden Verbündeten und ein Sonnenelement. Also auf alle Fälle auch eine gute Karte, aber ich habe mir das Deck angeschaut und ich benötige einfach die Bewegung 4. Deswegen habe ich die Würgekette genommen. So, das Level 4 ist dann auch noch sehr interessant. Diese beiden Karten stehen zur Auswahl und ich habe wieder die rechte genommen. Oben bekomme ich einen Angriff 1 und ich visiere alle Gegner im Umkreis von 2 Feldern an und kann mit einem Feuerelement auf jeden von diesen Gegnern eine Wunde machen. Das ist ein schöner Effekt. Aber unten wird es jetzt sehr, sehr, sehr interessant. Ich bekomme erstmal Bewegung 2 und dann bekomme ich Entwaffnen, visiere einen angrenzenden Gegner an. Dann kann ich mir Eis und Dunkelheit umwandeln in Feuer und ins Sonnenlicht. Und da haben wir eine Basiskarte, die es nicht ins Deck geschafft hat, ins Standarddeck, die jetzt aber ins Deck reinrutscht, da wir durch diese Unteraktion einen neuen Bild für den Rotkartisten haben, den ich euch nachher noch vorstellen möchte. Deswegen habe ich auch diese Karte ausgewählt, weil der Build ziemlich nice ist. Die andere Option ist eine Angriff 4 Karte auf Reichweite 2 und alle an das Ziel angrenzende Figuren kriegen einen Schaden. Der untere Effekt ist oft recht schwierig, da meistens nicht so viele Monster angrenzen werden an dieses andere Monster, aber ja, ist ganz okay. Und unten haben wir eine Bewegung 2, Heilung 2. Gerade unten Bewegung 2 und Heilung 2 ist ein guter Allrounder. Die 79er Initiative ist nicht so prickelnd. Aber ich habe mir trotzdem die Karte genommen, weil dieser Build einfach ziemlich cool ist. Ja, wie schon gesagt, zeige ich euch nachher noch. Ja, durch die ganzen Level-Ups bekommen wir neue Karten, müssen aber andere Karten aussortieren, weil wir können ja maximal 10 Handkarten haben. Die barbarischen Instinkte kommen rein ins Deck und dafür kommen kommt der Präzisionsangriff raus. Der Präzisionsangriff war sowieso nicht so eine prickelnde Karte, der zerstörte Effekt war nicht so cool und unten die Bewegung 2 mit Ziehen 2 war auch nicht so bombastisch. Ich habe ja unten jetzt hier einen Crowd-Control-Effekt, den ich hier jetzt bei der neuen Karte oben mit dabei habe. Also kann ich ohne schlechten Gewissen den Präzisionsangriff aussortieren und die barbarischen Instinkte reinsortieren ins Deck. Level 3 hat mir ja die Würgekette bekommen und die Würgekette kommt rein in mein Deck und gleichzeitig kommt der Flammenschleier raus. Ja, der Flammenschleier hat oben eine zerstörte Karte. Ich bin ja nicht so der Fan von zerstörten Karten, deswegen tut es mir auch nicht leid, dass die Karte rausfliegt. Unten haben wir eine Bewegung 4, die war sehr wichtig. Wie schon oft im Video erwähnt, ist die Bewegung für den Rotkartisten sehr wichtig. Deshalb gibt es hier ein 1:1. Einen 1:1 Austausch. Beide Karten geben mir unten Bewegung 4. Die eine kommt raus und die bessere kommt rein. Ja, Level 4, Finsternis ausbrennen, kommt rein ins Deck. Aussortiert wird die flinke Stärke, die nicht übermäßig stark ist. Sie sticht nicht heraus aus dem Deck, also wird sie einfach aussortiert. Was jetzt noch wichtig ist, durch diesen neuen Effekt hier unten, dass ich mir Eis und Dunkelheit umwandeln kann und ich den Entwaffneneffekt habe, muss ich noch eine andere Karte reinsortieren. Und zwar diese Karte, die ich von Anfang an nicht drin gehabt habe, wird jetzt auf Level 4 in mein Deck reinkommen. Sie erzeugt mir nämlich Eis und Dunkelheit, dass ich dann umwandeln kann. Ja, der untere Effekt ist unnötig, den werde ich weiterhin nicht verwenden, aber mir geht es um die obere Aktion. Also Wüstennacht kommt rein ins Deck. Und der Sonnenkrieger fällt jetzt raus, den brauche ich nicht mehr. Wie ich im Video gesagt habe, ist der obere Effekt sowieso sehr schwach. Der untere ist nice, aber er muss einfach Platz machen für die Wüstennacht. Und so sieht dann mein Level 4 Deck aus, nach Initiative sortiert. Drinnen ist barbarische Instinkte, Schockvorstoß, Würgekette, der Klingentanz, Finsternis ausbrennen, der heilende Sand, Wirbelstiche, Flammensichel, Blendsichel und Wüstennacht. Ja, die Verbesserungen sind bei Gloomhaven am Anfang immer recht langweilig, denn die ersten Verbesserungspunkte muss ich meistens in die Perks stecken, die mir eben die negativen Modifier raussortieren aus dem Deck. Das sind bei dem Rotkartisten zum einen mal entferne 2-1 Karten, entferne 4 plus 0 Karten, entferne eine minus 2 Karte und eine plus 1 Karte
Und noch sehr wichtig, ersetze eine Minus-1-Karte durch eine Plus-1-Karte. Also die hier oben sind eigentlich eure Go-To-ersten Verbesserungen. Sehr langweilig, wie gesagt, aber diese machen euer Deck wirklich besser. Danach finde ich sehr interessant, die füge eine Plus-1-Karte hinzu und erzeuge mir Feuer und Sonne. Das ist auf alle Fälle ein gutes Upgrade, wenn ihr die Elemente mehr oder einfacher verwenden wollt. Danach könnt ihr euch eigentlich frei entscheiden, je nachdem welcher Playstyle euch mehr gefällt. Aber ja, bei Gloomhaven ist es leider so, dass einfach mathematisch gesehen am Anfang die obersten Verbesserungen die besten sind, da sie im Durchschnitt einfach dafür sorgen, dass ihr mehr Damage macht. Und ja, es ist einfach so, dass diese Verbesserungen die besten sind am Anfang. Nicht die, die am meisten Spaß machen, aber wohl die besten. Ja, Items, die beim Rotkartisten Sinn machen, ist auf alle Fälle mal die Streitaxt. Denn da könnt ihr einen Einzelnahkampfangriff umwandeln in einen AOE-Angriff. Und ihr könnt ja mit dem Rotkartisten eure Gegner herpullen. Und da könnt ihr das sehr gut vorbereiten, dass eben zwei Gegner so neben euch stehen. Und dann könnt ihr gleich die Streitaxt einmal pro Abenteuer einsetzen. Ist sicher eine coole Kombo. Auch noch cool ist der Eisenhelm, ihr seid ja der Tank der Gruppe und da könnt ihr jeden Critical Hit, der gegen euch gerollt wird, einfach ignorieren und sagen, das war nur ein Plus Nuller und kein Mal Zweier. Für einen Tank auch ein sehr gutes Item. Ein Tank braucht natürlich auch einen Heiltrank, also schaut, dass ihr einen Heiltrank dabei habt. Drei Leben heilen einmal im Szenario ist auch immer eine gute Sache. Da wir bei Tank sind, kauft euch das Dreieckschild, da könnt ihr nämlich einmal ein Schild zusätzlich haben und die Kettenrüstung. Der Rotkartist hat nämlich sehr schnelle Initiativskarten und da werdet ihr vor allen anderen drankommen, da könnt ihr reinrushen, dann diese Kettenrüstung triggern und habt für den Rest des Zuges ein Schild zusätzlich. Auch sehr gut. Jetzt noch ein paar allgemeine Kartenkombos, die ihr spielen könnt. Wir haben ja jetzt diesen neuen interessanten Build mit dem Eis und der Dunkelheit Element. Wir können die obere Karte spielen und einen Gegner innerhalb von zwei Feldern entwaffnen und erzeugen uns Eis und Dunkelheit. Das heißt, wir können einen Gegner aus dem Spiel nehmen für einen ganzen Zug und spielen dann im nächsten Zug die Level 4 Karte mit der unteren Aktion. Wir können uns zwei Felder bewegen und können dann einen angrenzenden Gegner erneut entwaffnen und können dann die zwei Elemente, die wir uns vorher erschaffen haben, gleich umwandeln in Flammen und in Sonnenlicht. Also in die zwei Elemente, die der Rotkartist so dringend benötigt. Das ist eine ziemlich geile Kombo, denn ich kann einen Gegner für zwei Züge komplett aus dem Spiel nehmen, denn er ist entwaffnet und im nächsten Zug wieder entwaffnet. Und ich erzeuge mir die so wichtigen Elemente. Also eine sehr coole Combo. Und was ihr nicht vergessen dürft bei dieser Combo, ihr wandelt euch ja beide Elemente um. Das heißt, ihr habt für den nächsten Zug automatisch Flamme und Sonnenlicht und könnt dann so eine kranke Karte wie den Klingentanz spielen, wo ihr eben beide Elemente einsetzen könnt und ihr bekommt alle Zusatzeffekte. Also hier könnt ihr sehr coole Sachen machen mit dieser neuen Combo, die ihr freigeschalten habt mit Level 4. Ja, die Standardkarten, also die Standard-Kombos sind ja diese beiden hier. Ihr könnt nämlich hier unten allen angrenzenden Gegner einen Schaden zuweisen. Die Karte habt ihr praktisch zweimal im Deck. Das ist ganz cool. Klassisch ist einfach mit dem Rotkartisten, ihr zieht euch die Gegner zu euch her und spielt dann unten noch diese Effekte, um noch mehr Damage zu machen. Nicht vergessen, das ist True Damage. Das heißt, hier wird keine Rüstung gezählt, sondern ihr bekommt einfach einen Schaden. Jeder Gegner, der neben euch steht, bekommt fix einen Schaden. Was dann natürlich noch vom Vorteil ist, ihr erzeugt auch jeweils ein Feuer oder eben ein Sonnenelement bei dieser Combo. Vergesst mit dem Rotkartisten auch nicht, dass er Karten hat, die euch unten einen Angriff geben. Das heißt, positioniert euch so oder zieht euch die Gegner her, damit ihr oben schon Damage macht und dann unten. Diese Karte gibt euch Angriff 2 und theoretisch Wunde unten und diese gibt euch auch noch einen Angriff mit Wunde. Der Rotkartist kann ziemlich viel Damage machen mit oberer und unterer Aktion. Ihr seht schon, ihr habt hier zwei Angriffkarten, die euch unten ein Damage erlauben. Ihr habt ja vorher diese beiden Karten hier gehabt, die sowieso einen Gegner angrenzend unten Schaden machen und oben macht ihr ja sowieso in den meisten Fällen Schaden. Also der Rotkartist macht sehr viel Schaden.
und hat eine sehr coole Mechanik. Das bringt mich auch gleich zum Fazit des Rotkartisten. Sehr interessanter Charakter. Tanking aufgebaut, finde ich cool mit der Mechanik, dass sich der Tank die Gegner herzieht und quasi auch von seinen Kameraden wegzieht und quasi das Aggro auf sich zieht. Ja, sehr cool, macht viel Damage, hat eine interessante Mechanik mit dem Feuer und mit dem Sonnenlicht, das er immer wieder erzeugt und dann auch braucht für seine Karten. Auch ganz cool, dass es dann ein alternatives Bild gibt mit dem Eis und mit der Dunkelheit. Ja, interessant. Das war jetzt mal der Rotkartist von Level 1 bis 4. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Rotkartisten spielt. Spielt ihr den Rotkartisten anders? Es gibt sicher auch ein alternatives Bild, wo man dann mehr auf Rüstung spielt, also mit dem permanenten Upgrade, dass man Schaden macht, je nachdem wie viel Rüstung man besitzt mit dem Rotkartisten. Sicher auch ein interessanter Bild. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er mehr Damage macht im Endeffekt als dieser Bild, den ich jetzt vorgestellt habe. Aber eins sei gesagt, der Rotkartist hat sicher mehr als ein Bild. Ihr müsst auch nicht genau den Bild spielen, den ich jetzt hier vorgestellt habe. Es soll euch nur einen Eindruck geben von den Standardkarten, welche gut sind und welche vielleicht weniger gut sind. Aber auf alle Fälle, spielt den Rotkartisten so, wie er euch Spaß macht. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch andere Karten habt, wo er sagt, die sind richtig gut. Und ich habe hier voll den Blödsinn erzählt. Würde mich natürlich interessieren. Ja, einfach kommentieren und wenn euch das Video gefallen hat, auf alle Fälle auch liken und abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Peace out.